Es geht sofort los, tschüss. Ah, mein Kopf kratzt. Scheiße. Scheiße! Das kann ich mir nicht. Okay. Fühlt sich gut an. Guck, die Platten gehen dann nämlich. Was war das? Nein, ne? Ein Herz. Scheiße! Merkt es bestimmt. Das ist doch das. Das kann nicht sein. Du Scheiß! Arschkind! Mit einem Arschkind am besten noch, ey. Dann siehst du auch aus wie eins. Meine Fresse, ey. Du verfickter Alter, kannst du nicht einfach deinen Scheiß-Job machen? Und Bandage Girl kann in die Küche gehen, ey. Meine Fresse, hör drauf. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen zu hart. Sie kann auch den Boden wischen. Oh Gott, du verfickter So einen Bastard habe ich noch nie gesehen, der mich während eines Displays so aufgeregt hat, ey. So krass aber auch. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als diese Scheißkreissägen mir in die Fresse zu werfen? Ihr ey. Nein! Ich bin an Fallschaden gestorben. Ja, aber ich hab gewonnen. Nein, oder? Nein. Ach, du warst noch der Einzige auf der Insel. Ja. Boah, hätte ich das gewusst. Ich hab alle anderen gekillt. Nicht, wir sind nur noch zu zweit auf dem Server. Bist du behindert? Alter, geil. Boah, war das schlecht von mir. Ja, und von mir gerade auch. Ich habe ein Radio dahingestellt. Ich weiß nicht, was das bringt. Achso, guck mal, in der Preparing Site direkt erstmal gestorben. Alles klar. Ja, komm, hau mir in die Eier, komm. Was machst denn du da? Seit wann geht denn das? Aua. Aua. Bist du Opfer? Das war so schlecht, Alter. Alter. Was? Hast du mich erschrocken? Nein! Okay. Scheiße. Ja. Server has changed level. Und wisst ihr was? Mir ist scheißegal, welche Map wir jetzt kriegen. Ich fick euch. Wenn die verbuggt ist, ist der Part vorbei. Ja, das ist nicht meine Schuld, ne? Wenn die jetzt verbuggt ist, ist der Part vorbei. Das juckt mich dann auch nicht. Scheiße. Ja, bei mir. Oh Mann, jetzt minimiert sich hier alles. Scheiße. Nein! Ich muss den Laptop-Akku anschließen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist schlecht. Alter, wenn ich jetzt gleich hier Gary's Mod wieder aufmache und ich bin tot, ne? Wo bist denn du? Ich bin tot. Boah, ist das ein Affe. Ne, ich lebe noch. Aber ich werde angeschossen. Ja! Bist du tot? Ja, ich war Traitor. Was wie ich weiß? Ich hab auf deinen Kopf gezielt. Du bist tot, dachte ich. Nein. Ey, du bist so ein Schwein. Nur weil ich AFK bin, ey. Hallo, oh. Ja, genau. Ich war innocent, du Affenmongo. Rache ist geil. Rache ist sexuell erregt. Du bist Traitor, du Bastard. Nein, bin ich eben nicht. Mein Karma beträgt jetzt immer noch 1000, geil. Nein! Da wäre beinahe das Ziel gewesen. Scheiße. Er ist tot. Der erste tot. Da ist er. So lame. So lame. Also wenn das hier so gut versteckt ist, dann kann man hier bestimmt mal irgendwas finden. Okay, hier ist das Ziel, cool. Oder ist es ein Secret Exit?
Ist es ein Secret Exit? Scheiße! Oder kann ich jetzt ein Level überspringen? Komme ich jetzt direkt zum Castle? Das wäre nice. Ich dachte, wenn es da kann. Es war halt gut versteckt, da muss man einen Tanuki haben. Es ist doch, es ist der Secret Exit. Ich kann. Ja, ich kann es überspringen. Lol, ist ja noch geiler. Ist ja noch eine geilere Abkürzung als mit dem Mini-Pilz-Level da oben. Alter. So. Okay. Ja. Ja. Yes. Okay. Nice. Jetzt einfach zum Castle oder was? Junge. Wie geil. Ja. Das macht viel der Zeit aus. WTF. Boah. Geil. Hätte man halt ein bisschen schwieriger machen können, das alles. Ein cooles Design hat Morten irgendwie auch. Ich mag ihn. Ist ja mein Lieblings-Koopaling. Bin ja auch früher vor dem DLC immer mit ihm in MK8 gefahren. War mich super gefreut. Ah, hi Ludwig. Guck dir noch die Bewegung dazu an. Was hat sich Nintendo dabei gedacht, Alter? So, als ob der gleich kotzt, ey. Oh, scheiße. Tod Nummer 3. Unnötig. Haken. Alle Tote waren bis jetzt echt dumm. Oh Mann, nee. Gut. Ja, die ist eigentlich nicht so... Scheiße! Warum so sammeln ich die? Die ist nicht so einfach, ne? Da kann man failen, durchaus. Ich brauche die Starcoins eh nicht. Gut, vielleicht will ich sie ja ein bisschen spannender machen einfach. Ich hol die jetzt. Och, weißt du was? Das geht ja noch einfacher, als ich dachte. Boah, bin ich ein Dulli, Alter. Boah, bin ich ein Dulli. Du bist roh. Geil. Scheiße. Du bist rund. Wie soll ich da bitte schön die Seil schießen? Scheiße. Okay. Dann hör eben aufständig an meinen Kurven. Abzuecken. Ich hab abzulecken gerade nur gelesen, ey. Das hätte so eine entspannende Reise werden können. Ah, auf einmal ist diese zwei Beulen da auf einmal wieder weg, ne? Du bist rund. Alter. Kommen wir heute noch weiter? Ne? Soll ich einen Part beenden? Nein! Ne? Irgendwie nicht? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin da vorbei. Bei der geilen Flamme. Bei der geilen Flamme bin ich vorbei. Das gibt es nicht! Da ist der Bowser. Da. Er wirft keine Hämmer. Er wirft keine Hämmer. Ja. Nein! Auf gar keinen Fall. Ich habe extra gewartet, bis die Hure da runter geht, ne? Guck mal, alles nochmal von 2-1. Das mache ich nicht. Scheiße. Okay. Alles ist gut, Rick. Deino. Ja, alles ist noch gut. Nix ist gut! Glaube ich. Ja, so kann da... Bist du asozial oder so? Oh, war hier nicht auch irgendwo eine Münze? Ja, in der ersten Galaxie sterben wäre schon ein bisschen peinlich, ne? Ist mir, glaube ich, sogar auch passiert beim ersten Mal aufnehmen. Aber okay. Ich wollte doch gerade eine Stampfattacke machen. Lass mich! Ich meinte gerade, es wäre verdammt peinlich, da zu sterben. Dann passiert es hier noch beinahe. Ich dachte gerade echt, ich wäre tot für einen Moment. Einen Moment bitte. Gleich wird weiter Let's Played. Let's Playen erfordert manchmal echt starke Nerven. Okay, du willst Sternteile essen? Schieße ich dir in den Maul, ey.
Okay. Oh, ich kann nochmal abkürzen. Und? Nein! Nein, nein! Fahr doch! Nein! Oh, bin ich vor dem Dude? Nein, ne? Rack, was habt ihr nochmal in Deutsch auf? Ja, keine Ahnung, einen runterholen oder so, habe ich vergessen. Wir sind nicht in einer Klasse. Trotzdem frage ich dich, was hattest du heute für Hausies? Hausies? Ja, Hausies, Alter. Du gibst dann halt Hausaufgaben, wenn du es so willst. Nee, ich sage mal Ha. Ha. Ja, was hast du heute für Ha gekriegt? In Deutsch? Berichtigung allgemein. Von der Arbeit. Ah, geil. Oh, ich bah! Der Kopf ist im Hals drin! Was? Der Kopf ist im Hals drin! Bei Happy Wheels. Nee. Der Typ hat, nee, der hat seinen Kopf in den Arsch gesteckt. Alter. Und jetzt ist er geplatzt. Gesteckt. Alter. Und jetzt ist er geplatzt. Ja, du hast ja doch den Typen angeguckt. Psst, ich muss Leute töten. Vor allem dafür muss man auch leise sein. Ja. Scheiße, ich hatte das Gefühl, ich sterbe. Ich muss eine Story erzählen, und zwar am Dienstag. Aua, ich hab eine Harpune im Arschloch. Ich würde mal sagen, eingelocht. Du musst das Video angucken, das kommt am Sonntag, das sieht so ekelhaft aus. Das ist nicht dein Ernst. Für alle Best-of hier, Matrix. Wenn du ein Best-of machen willst, da hast du eine Stelle. Das war das Geilste, was mir bis jetzt im Let's Play passiert ist. What the hell? Warum ist hier schon... Ach so, ich kenne das Level. Scheiße. Komm her, du Bastard. Oh, scheiße, Mann, was ist das denn? Voll heftig. Scheiße! So können sie auch die Stellen, Leute, beenden. Die keinen Bock irgendwie auf 100% haben. Ich habe wenigstens den Stempel, weil der nimmt schon Zeit. Und den ersten grünen Stern. Wow, das ging schnell. Oh. Was war denn das jetzt? Ich bin da hochgeklettert und hab's verkackt. Da uns schlimme, wenn er hinter Wasser ist und schreit. Ah, geil. Ich mach das irgendwann anders. Aber jetzt nicht. Das ist mir viel zu krass. Das schneide ich dann irgendwann mal einzeln rein, wenn ich mir denke, ja, mir ist langweilig, es ist Zeit, sich selbst umzubringen. Dann spiele ich das. Weil... Junge, nein. Ja, wieder sind Zeitdrucklevel, super. Kennt ihr noch das Level mit dem Hasen, was nicht schon schlimm genug war? Jetzt gibt's nochmal die... Edition... Scheiße, das muss ich rauspiepen. Glaube ich. Ich mach's einfach mal. Ich hasse dich. Ich hasse einfach diesen Hasen über alles. Junge. Ich will nicht, dass er dann weiterläuft, sondern da stehen bleibt. Also ich lock ihn jetzt nochmal hier hin und dann mache ich das, was Domtendo gemacht hat. Oder so! Oder so! Scheiße! Beinahe, also irgendwie da im Rohr ist er irgendwie langsam. Oder so. Krieg ich so hin?
Scheiße, Hilfe. Oh, ich mache alles falsch gerade. Fuck, ich will jetzt nicht an Time absterben, Alter. Nein, ich muss auf die Wolke. Das ist nicht dein Ernst. Okay, rein da. Bitte. Ja, das ganze Zeit A drücken. Da ist der Schalter. Alter, das wird sowas von knapp. Das wird richtig knapp. Alter. Donkey Kong war bestimmt das Opfer. Nein, jetzt habe ich kein Item. Aber da rutschen sie alle aus. Donkey Kong gleich zweimal hintereinander. Oh, 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 Stachy. Nein! So groß nicht. Ja, so. Ich bin extra nach links gefahren, aber weil Bowser einfach so scheiße schwer ist, konnte er nicht so ganz nach links ablenken. Und dann bin ich in den Stachy reingefahren. Das kann nicht sein. Ich wäre Erster geworden. Nein. Okay, dann halt nicht. Ja. Er hat mir irgend so ein Video geschickt. Hier ist der Titel. Der Titel gibt schon zu denken. Hallo! Und ich bin gespannt, wie das wird. Ich guck's mir jetzt an. Ein alter Mann auf der Bank. Ah nee, der ist nicht alt. Der ist neu. Der ist neu. Was macht die da? Die Chips sind alle, oh mein Gott. Jetzt kommt's, Alter, pass auf! Oh mein Gott. Oh. Der Fette. Ja. Scheiße. Ich glaube, man hat's verstanden, oder? Scheiße, ich kann nicht mehr. Okay, das war die Reaktion für heute. Ich mache euch alle Platz. Tschüss. Ich habe auch eben gesagt, ich kann nicht so viel reden, weil ich ansonsten unkonzentriert bin und dann nicht das Castle schaffe. Boah, sorry. Warum sind jetzt beide... Oh Gott. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich nehme alles zurück. Alter, ich hab gerade so Herzpochen. Mein Herz rastet gerade aus. Fuck. Nein. Yes. Ja, ja, ja. Wir haben ihn besiegt und jetzt ist er mollen, der kleine Bastard mit seinem total behinderten Castle. Boah, Leute. Boah, ne. Nee. Boah, ey. Wir haben das Spiel durchgespielt. Das Display ist beendet. Ich habe es geschafft. Ich habe dieses behinderte Castle geschafft, ey. Und jetzt wird zum Mario Castle. Neue Folge TTT. Yeah. Bist du auch schon im Stimmbruch? Ach du Scheiße. Ich werde geschossen. Also du wirst geschossen? Ja. Krass. Von alles. Von
alles oder von alles? Ja, geil. Alles klar. Darf ich schon ein bisschen. Wenn die verbuggt ist, dann spiele ich Super Mario Maker. Dann mache ich einen 28 Stunden Livestream. Von Super Mario Maker, wenn die nächste Map verbuggt ist. Es ist wieder die gleiche. Ja. Boah, mein Gott, Sherlock Holmes. Leute. Hallo, ich bin der kleine Timmy und ich leide an Maximus Minimus. Aha. Ich habe einen kleinen Penis. Ah, ja. Das wussten wir aber. Ja, ich krieg sofort Schaden. Hör auf! Geh weg! Ich geh weg. Ja. Ich bin weg. Guck, ich geh weg und du kommst mir nach, du Affen. Ja, was bist du denn? Ich bin innocent. Ja, ja. Welch Traitor hätte ich dich schon lange gekillt? Ich hasse dich. Deine Stimme war wackelig. Oh mein Gott, ey. Geil. Der hat ein Bienenfoto dahin gemacht. Mann. Ja Leute, ich werde jetzt nur noch Minecraft Let's Playen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde mit YouTube aufhören. Ich habe das alles nur wegen Geld gemacht und du warst Zwölter. Aber ich bin ja gut in Jump'n'Runs, deshalb... Naja, eigentlich nicht. In Super Mario bin ich der Lulatsch. Der Lulatsch. Nein, ich nehme Schaden. Scheiße, ich habe nur noch 31. Kann man sich irgendwie heilen? Ja, wenn du Traitor bist, drückst du C und dann gibt es eine Heilstation. Und wo? C, wenn du Traitor bist. Ach so. Du bist Traitor. Hä, nein! Hallo, was willst du von mir? Okay, dann schieße ich auf dich, Scheiße! Das war so klar, dass du Traitor bist. Du hast dich verraten. Ja, dieses und wo. Alter, war das... Aber warte, sag mal, wo denn? Wo gibt's eine Heilstation? Ich glaube, hier gibt's keine. Auf diesem... Boah, Mann! Der zielt auf mich! Ja, warum denn?! Boah, bist du schlecht! Der hat einfach auf mich gezielt! Warst du das? Nein, warst du's nicht. Der hat einfach so auf mich gezielt. Ich komme aus dem Turm. Ich bin fit! Pff, tot! Oh, ja, es ist eh wieder die gleiche. Spaß! Nein, ich bin fett! Direkt einfach mal zwei umgebracht und die waren beide Inno. Nein, bin ich nicht. Nein, ich habe einfach mal direkt zwei umgebracht, obwohl das Inno waren. Scheiße. Ja, die Shotgun muss weg. Geil. Läuft ziemlich gut und hier liegt eine, na, das ist meine alte. Du stehst auf mir. Du hast meinen Headshot gegeben. Ja. Der kommt jetzt. Nein! Boah, oh Mann, ne? Ja. Ich war bei... Ich hab nur Indus umgebracht! Ich hab alle Indus umgebracht, die es gibt auf dieser Map! Scheiße, ich hab minus 200... Guck mal, dein Karma. Ja, ich hatte eben noch 1000. Boah, das ist minus 15 Punkte. Alter, bist du Kackies. Ja, ich... Ich hab alle Innos umgebracht. Wir sind hier zu viert, oder? Ja. Nee. Wir sind hier zu sechst. Ich hab vier Innos umgebracht. Nee, drei. Also, ich hab alle außer einen umgebracht. Ich hab fast alle umgebracht, außer einen und der war Traitor. Scheiße, Alter. Ja, ich werd direkt angeschossen! Warum denn? Ich gehe jetzt hier weg. Das könnt ihr alleine machen hier. Nein! Was denn? Ich habe 3 Sekunden gelebt, dann kommt dieses Löwenkind von links und schießt mich ohne Grund ab. Ja,
Was soll ich sagen, wenn du Affe denkst, ich wäre Traitor? Ich hab gar nichts gemacht! Ich auch nicht. Ich war 3 Sekunden am Leben und dann kommt dieser Typ, der gerade noch meine Leiche ins Wasser geworfen hat. Einfach so und tötet mich mit 3 Schüssen. Ich habe gar nichts Verdächtiges gemacht. Ich bin einfach gelaufen und wollte den Hasen haben und mehr nicht. Und dann kommt der einfach so und erschießt mich direkt. Wo bist du? Boah, Alter, da gehe ich doch echt Ninja Gaiden nochmal reloaden, anstatt das hier zu spielen, ey. Meine Güte, ey. Bist du sicher, dass du Ninja Gaiden reloaden willst? Nein, aber Lost Levels. Warum schießt er auf mich? Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Ja, warum denn? Ich wusste halt nicht, auf wen ich schießen soll. Auf dich oder auf den Typen. Ich springe jetzt. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Zweimal kommt der Gleiche zu mir. Ich hab gar nichts gemacht. Der läuft immer zu mir und er schießt mich ohne Grund. Kannst du mal aufhören zu klettern? Was ist denn los? Mann, ich bin, glaube ich, in seltenen Videos so ausgerastet. Meine Güte, ey. Wo bist du? Nur noch 3 Leben. Ja. Den einen hab ich ja schon. Wo hast du von mir kassiert? Mann! Jetzt rastest du aus. Wo ist meine Maus? Wo ist sie? Boah! Tschüss, ja. Tschüss ist ein gutes Argument. Jetzt kam mir noch mein Vater rein und meinte, mach langsam. Mach langsam? Ja. Ja, na klar! Nein, oder? Wo bist du? Nein! Wo bist du verreckt? Ich bin runtergefallen. Rate mal, wer dich geschossen hat. Du. Ja. Ey, du bist so eine Spast, Alter. Ohne Witz, ne? Weil das ist ein... Wo bist du, Scheiße? Warum? Ist das dein Ernst? Ja. Das heißt, boah, irgendeiner da draußen muss mal ein Best-of machen. So, letzte Runde jetzt, komm. Wo? Ja. Doch? Nein. Jetzt verreckst du. Nein, oder? Alter, hast du gelitten? An alle Leute, die in NRW wohnen. Habt ihr schon meinen fliegenden Laptop gesehen? Schaut mal aus dem Fenster! Wo ist der andere? Das ist nicht dein... Schaut mal aus dem Fenster. Ohne Witz, ne? Wo ist der? Ohne Witz! So, das war jetzt eine 3DS-Karte und das sind 2 Euro, die jetzt fliegen. Aua. Wo ist der? Aua. Aua. Stirb. Stirb! Ich bleib hier. Camper! Boah, warte, ich furz gleich ins Mikrofon, ey, ohne Witz. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich nehm danach keine Ahnung. Kirby's Dreamlands auf. Irgendwas, was leicht ist, was ich in 5 Minuten durchkriege. Wo ist denn der Affe? Der Affe bist du! Mann! In Gottes Namen bist du ein Affe. Boah, und Alter. Ein... Nein! Du warst auch noch Traitor. Du bist der Mie... Tschüss. Tschüss. Ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. F10. F10. Ach, Scheiße! Da war das Ziel. Und wir wissen nicht, wo die dritte ist.
Ich hatte doch einen Checkpoint, oder? Ja, hatte ich Checkpoint. Ich hab losgelassen. Aber das kann man anscheinend wohl nicht abbrechen. Danke, Game. Danke. Ich will einfach nur dieses Level abschließen. Nee, fällt da bitte nicht runter. Nein! Ich bin so dumm! Ich hätte einfach von der anderen Seite kommen können. Oh, ja, ja! Der kann auch nichts anderes als beißen, kneifen und anderes. Scheiß Kleinkind, Mann. Dafür donner ich dir die Fresse. Boom. Und nochmal. Und boah, und bam. Und nochmal so. Boah. Und dann so. Boah. Das, und dann nochmal so. Boah. Ich hasse euch, Mann. Krass, Mann. Und jetzt mal kaputt. Boah. Und dann noch krasser als Call of Duty. Die Scheiße, Mann. Und dann krass. Boah. Und dann hier nochmal. Boah. Und dann nochmal. Boah. Wo ist der? Alter, du bist der krass. Boah. Yes, danke. Ein Hammer. Ein Hammer. Als ob. Ja, dann halt nicht, ne? Nein. Wie die Nerven. Und wie groß ist eigentlich das Scheißgebäude, ey? Mhm. Langsam wird's lächerlich. Mit den Hämmern. Mhm. Boah, wie der Typ mich aufregt. Was muss man denn da überhaupt machen? Du wirst langsam... Pff. Langsam wird's echt lächerlich mit diesen Scheißhämmern. Verpiss dich. Jetzt kommt dann noch ein zweiter. Mhm, klar. Ein Hammer! Gib her! Oh, jetzt seid ihr tot. Komm, reiß einfach alles hier ab, ey. Ich konnte auch voll was sehen. Alles klar. Boah, wenn ich hier noch einmal rausfliege, dann wälsche ich hier aber rum, ey. Meine Fresse. Ein Hammer. Ein Hammer. Ein Hammer. Das ist nicht dein Ernst. Als ob er dies gekriegt hat. Ja, komm, reiß einfach alles ab, Junge. Mach einfach. Wie groß ist denn das Gebäude? Nein! Solche Anfälle! Alter! Der kommt gerade mit seinem Scheißhammer. Wie groß ist eigentlich das Scheißgebäude? Die dürfen hier so oft rausliegen, wie die wollen. Wenn ich einmal von dem Scheißhammer getroffen wurde, bin ich direkt weg. Oh mein Gott, ey. Und die Musik ist auch so provozierbar. Scheiße! Genau das wird hier gesagt. Arschloch. Nein! Als ob der den Hammer gekriegt hat. Reiß das ganze Gebäude. Du lächerliches Stück Scheiße. Gib das her. Als ob der. Der kriegt immer den Hammer. Der weiß, wo das Ding spawnt. Es ist einfach so. Ah, nee. Gleich ist es vorbei. Ey, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Beinahe. Ja. Das war schwer. Gott, sieht der schwul aus. Warum heißt der Frank? Warte, wie kann ich in diese Räume? Habbo. Weißt du, was ihr... Ich... Bring... Mich... Jetzt um. Er steht auf der Sonne. Alter, Gott steht auf der Sonne, wie geil ist das? Da ist eine pinke Wolke. Die bläst ihm eine. Oh. Brennende Frauen sind super. Sie hat einen Freund. Na, hallöchen. Lass ihn mal einkreisen. Ja, die so hau ab. Wimmelst du uns nicht ab? Hey, ich schreibe jetzt ein Ausrufezeichen. Anarchie. Wir müssen sie einkreisen. Verpiss dich. Komm, wir tanzen hier nach. Das ist das krasseste. Wir tanzen hier nach. Ey, die ganzen Chatnachrichten versperren mir die Sicht. Und dann schrei ich da rum. Boah, ja, beweg dich halt, du Scheißdingen. Alter. Ich sag jetzt meine Meinung. Ich kann mich nicht bewegen, was ist das denn? Jetzt verpisst. Da ist eine andere. Annabar. Okay, ist leicht bekleidet. Warte.
Pudding. Nein, der Typ ist in der 12. Alter. Oh mein Gott. Ich bin voll bedrängt. Flüstern. Marcel, na, Baby, go. Du Nacktschnecke. Wir werden dich heute. Könnt ihr euch wenigstens alle wegsetzen? Fühlen. Oh nein, meine Nacktschnecke. Wir werden dich heute alle fühlen. Junge, was schreibst du da eigentlich? Ja, ja, im The Trap Queen. Ja, wir fallen. Du immer bist in dich so super. Guck mal, hier schreibe ich. Oh, das Licht ist aus. Ich werde gleich gemeldet. Das Licht bringt mich in Stimmung. Sehen wir weiter. Hol ich hab du mir. Also, das werde ich auch im Video später zensieren. Also ein Foto. Oh, ratet mal, wen ich in der Willkommens-Lounge getroffen habe. Hey. Nein. Alter. Ich gehe hinter die. Einkreisen. Einkreisen. Kesselt sie ein. Komm schnell. Hinter die. Ach, ihr kesselt die ein. Ja. Ich kessel gerade eine vollkommen andere ein. Du kommst nicht mehr weg. Vieles. Wir haben Ansprüche. Wenn du 3 Euro darfst. Gott. Der zweite Part ist härter als der erste. Das andere ist, wenn man sich mich anschaut gerade. Verdammt. Wie komme ich da rein in das? Hör vielleicht mal auf zu tanzen. Stimmt. Wir sind schon irgendwie so Pedos, ne? Rassist. Afro-Rassist. Ja. Das Bild sieht so falsch aus, Alter. Das folgende Lied ist für alle Afros dieser Welt. Okay, ich nehm auf. Hallo, lila, lila. Tschüss. Leute, das war gerade in Zeitlupe, das voll lol. Und jetzt doch mal ein schnell. Hallo, Lelele. Tschüss. Ja, das war jetzt ein schnell. Tschüss. Er hat übrigens auch meinen Banner gemacht, danke dafür. Ich habe ihn mit ein paar Peitschzügen noch gerade so das hingekriegt, dass er das macht, ne? Ach ja, ne? Mhm. Aber niemanden sagen, dass ich dich gepeitscht habe. Gut. Ja, nö. Danke. YouTube. Also zuerst wurde ich geboren. Und dann war Ende. Ja. Also, ich sag mal so. Tschüss. Ich hab schon relativ früh angefangen, im Internet zu surfen. Okay. Das war so Togolino oder so. Ach so. Ich muss mal erzählen, ich hab teilweise auf Kika immer gesteuert, was läuft. Wie genau das war, jetzt sehe ich gleich. Und ich überhole dich noch, yes! Hey! Ne. Ja, ich kann auch mein Gamepad so hinwerfen, so. Oh, letztens im Bus, ne? Okay, das ist schon ein paar Monate her. Da ist so die Grundschulklasse eingestiegen. Und dann meinte der eine so, ich hab GTA! Ah! Das meinte der echt. Am Rechner. Da war auch so Windows XP drauf und da habe ich auch immer so ein Spiel gespielt. Da musste man irgendwie mit so einem Stift so einen Weg führen. Und dann muss die Kugel da irgendwie so ins Loch da rein oder so. Ach, das kenne ich. Und dann musste man damit so Wände ziehen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Man muss halt Wände machen, damit die. Ich habe das immer ausgemalt. Hallo. Und ich werf die Banane und. Oh, nein. Aber hier eine Red Shell. Und eine Bombe auch noch. Cool. Ah ja, was ich mit Kika erwähnt habe. Kennt ihr diese Serie Tom und das Erdbeer-Lameladenbrot? Oh Gott, und damals gab es halt diese Kika-Webseiten, da habe ich immer irgendwelche Bernd das Brot-Spiele gespielt. Und ich Bernd das Brot. Bernd das Brot. Brot. Bernd das Brot. So.
Ja. Ich habe früher, als das kam, das war, glaube ich, 23 Uhr, oder? Kam das immer? Ja, das kam relativ spät, also dann nochmal so in Real Life, diese Scheiße, ne? Das war, ja, glaube ich, so gegen 9. Um 23 Uhr lief da nichts mehr. Doch, da, lief immer noch so eine Endlosschleife bis 6 Uhr, ja, das gibt's heute ja, noch. Ja, aber es gab nochmal so eine Serie, wo die so ein Haus hatten und da immer rum. Nicht diese mit weißem Hintergrund, das mit weißem Hintergrund ist einfach nur, damit da überhaupt was läuft. Ja, das gibt's auch, was ist denn damit? Ja, da, das habe ich immer angeguckt, weil ich das lustig fand. Ich auch. Meine Mutter so, boah, was guckst du dir da an, Alter? Das ist ja voll. Also, Alter hat sie jetzt nicht gesagt, aber sie hat gesagt, das ist doch Schrott, warum guckst du dir sowas an? Das ist langweilig. Und es war immer so eine Endlosschleife, ich fand's halt witzig. Ja, ich auch. Da. Was für Arme? Seine Hände halt, wie die da an dem Körper so dran waren. Was? Wenn er keine Arme hatte. Oh mein Gott, ja, das waren ziemlich, ziemlich kurze Arme. Da war einfach nur direkt eine Riesenhand. Ja. Oh, werde ich noch Erster? Nein! Warum? Oh Mann, aber das habe ich auch geguckt, diese Endlosschleife. Und meine Mutter einmal so, du hast jetzt eine Stunde auf diese Scheiße gewartet, oder was? Ich habe mir den ganzen Schrott davor angeguckt, nur weil ich einmal diese 2 Minuten sehen wollte. Ja. Und das war halt mit Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit... Ey, wenn wir hier schon von Brot reden, hallo Hamburger. Guck dir das. Das sind ein Japaner. Ach nee. Hallo. Jedenfalls, es gab so eine Kika-Website, und da konnte man sich wünschen, welche Folge da und da kommt. Dann habe ich mir das immer, da habe ich das immer gemacht, habe ich mir mal eine Folge ausgesucht. Da stand da Glückwunsch, du hast es gewonnen, weil da wahrscheinlich kein anderer mitgemacht hat. Die und die Folge wird jetzt an dem und dem um Samstag um 10 Uhr laufen oder so. Also ich habe da immer ein bisschen über die Folgen gesteuert, wann die kommen. Oh mein Gott. Voll krank. Ja, so verlief meine Kindheit. Im Kindergarten immer sowas gemacht, was ich da erzählt habe. Dann, ja, bis manchmal selten ein bisschen Scheiße mit dem PC gemacht, aus Versehen irgendwas gelöscht, irgendwas gedrückt, was man drücken konnte, einfach jede Errormeldung auf Ja und sowas, ne? Vielleicht ist auch deshalb der PC später kaputt gegangen, das kann auch sein. So, und dann wären wir hier auch beim Ende des 200 Abo-Specials, dieses XXL-aufwendigen Best-ofs angekommen. 43 Minuten, so ungefähr, so viel habe ich auch eingeplant und ja, war ein bisschen viel Arbeit, alles zu schneiden, aber hat natürlich auch ziemlich viel Spaß gemacht. Oh mein Gott, Leute, danke, vielen, vielen, vielen Dank für 200 Abonnenten, hätte ich echt niemals gedacht, dass das vor allem in der Zeit noch irgendwann passiert. Es ist einfach unfassbar, Alter. Das ist unfassbar. So, dann da oben seht ihr noch ein Best-of. Das war mein 100 Abonnenten-Special, das war ein Best-of, aber ein normales. Da sind auch komplett andere Szenen zu sehen. Dann gibt es nochmal so eine Speed-Modus-Version davon. Unten könnt ihr abonnieren, falls ihr mich jetzt irgendwie zum ersten Mal hier seht oder in dem Fall hört oder was auch immer. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und auch bedanke ich mich ziemlich für 200 Abonnenten. Danke fürs Zusehen. Tschüss.